Hallo, liebe Freifarm-Zuschauer. In diesem Video vom 5. April 2023 geht es um die Verfahrensbeiständin im Fall Margab Heiden, die vor Gericht gelogen hat. Punkt. So einfach. Man kann es natürlich auch juristisch ausdrücken und sagen, sie hat eine unwahre Tatsachenbehauptung von sich gegeben. Vor Gericht. Ich halte die Sachen gern simpel, einfach und sag, sie hat vor Gericht gelogen. Naja, ihr wollt sicher wissen, worin die Lüge besteht. Es ist so, die Verfahrensbeiständin, die Frau Kerstin Hillmann, die ist Rechtsanwältin in Hamburg in der Kanzlei und wurde von der Richterin Daug im Verfahren Margab Heiden als Verfahrensbeiständin bestellt. Ihr wisst ja, Margab Heiden, da wurde ohne Grund ihm der Kontakt zu seiner vierjährigen Tochter genommen. Und wir haben mittlerweile drei Stellen, das Jugendamt, ein Gutachter und die Psychotherapeutin von Margab Heiden, die alle drei sagen, keine Kindeswohlgefährdung. Es gibt keinen Grund, dem Vater hier das Kind wegzunehmen. Sogar das Jugendamt sagt, das habe ich noch nie erlebt, in dieser Klarheit. Und die Frau Kerstin Hillmann, die Verfahrensbeiständin und Rechtsanwältin, die hat vielleicht einen Ermittlungseifer hingelegt in der Zeit, als es darum ging, dass die Mutter die Kontrolle über die vierjährige Tochter hat und der Vater sie zurückgibt. Und meine Güte, also da hat die seitenweise Protokolle geschrieben und mit Leuten geredet und alles munitiös, ja. Und was ich sagen wollte, minutiös, aber der freudsche Versprecher, der deutet schon an, dass das, was sie da geschrieben hat, alles als Munition gegen den Vater verwendet werden kann. Und da gibt es eine Passage drin, in der sie in ihrer minutiös-munitiösen Art schreibt, dass sie mit dem zuständigen Sachbearbeiter beim Jugendamt gesprochen habe und der hätte gesagt, dass der Margab Heiden, ja, dem Sachbearbeiter beim Jugendamt gegenüber, eingeräumt hätte, dass er labil ist. Okay, also nochmal, damit man es versteht. Ja. Die Verfahrensbeiständin Kerstin Hillmann schreibt dem Gericht in einer Art Ermittlungsprotokoll, dass der Vater Margab Heiden mit dem Sachbearbeiter vom Jugendamt gesprochen hat. Und in diesem Gespräch ja, habe der Vater dem Sachbearbeiter beim Jugendamt gesagt, dass er labil sei. Also der Vater selber hätte das dem Jugendamt Mitarbeiter gesagt. Und es heißt ja dann auch, dass es der Jugendamtsmitarbeiterin so der Verfahrensbeiständin Kerstin Hillmann geschildert hat. Ja, also das, was die Frau Kerstin Hillmann, die Verfahrensbeiständin, da schreibt, heißt, mir hat der Sachbearbeiter des Jugendamts erzählt, dass der Vater Margab Heiden ihm gesagt hätte, dass er labil sei. Und das Problem für die Verfahrensbeiständin und Rechtsanwältin Kerstin Hillmann an der Sache ist, der Jugendamtsmitarbeiter sagt, das stimmt nicht, hab ich nie gesagt. Also er verneint die Behauptung der Frau Kerstin Hillmann, dass der Vater selber eingeräumt hätte, der Margab Heiden, dass er labil sei. Wer war ja da bei der Frau Hillmann? Der Vater der Wunsch des Gedankens. Wieder so ein Wortspiel. Wie minutiös, munitiös. Ja, und jetzt hieße das ja, dass entweder hat der Jugendamtsmitarbeiter, so wie es die Frau Hillmann behauptet, gesagt, und zieht sich aber jetzt zurück, ja, und behauptet das Gegenteil. Oder die Frau Hillmann hat da vor Gericht irgendwas behauptet, was nicht stimmt. Und es ist auch klar in dem Protokoll, die Frau Hillmann sagt da nicht, also erinnerungsgemäß hat der Jugendamtsmitarbeiter das so gesagt. Oder
sinngemäß oder sonst was. Nein, es steht da im Indikativ so, als hätte er das genauso gesagt. Und wie findet ihr denn so eine Verfahrensbeiständin? Ich finde sie nicht glaubwürdig, ja? Also, wenn eine Verfahrensbeiständin wie die Frau Kerstin Hillmann, die die Aufgabe hat, ja, als sogenannte Anwältin des Kindes das Kind zu vertreten vor Gericht, die aber dann zum Nachteil des Vaters lügt vor Gericht, ja, weil wenn der Vater selber eingeräumt hätte, er ist labil, dann könnte man ja daraus herleiten, dass er zumindest jetzt gerade nicht imstande ist, seine vierjährige Tochter zu betreuen, ja. Jemand, der labil ist, wir wissen ja nicht in welcher Form labil, ja. Er hatte ja einen gebrochenen Zehen und kann deshalb gerade nicht gut laufen und fühlt sich deshalb körperlich labil, ja, vielleicht auch psychisch labil, ist ja nicht so klar. Aber das könnte dem Vater Marker Peiden zum Nachteil gereichen. Und da fehlt es also schon mal an der Glaubwürdigkeit der Frau Kerstin Hillmann, die ja auch Rechtsanwältin ist. Ja, als Rechtsanwalt ist man ja, ja, ist gut, in dem Verfahren ist es nicht als Rechtsanwältin drin, aber auch als Rechtsanwalt unterliegt man ja der Wahrheitspflicht, soweit ich weiß. Ja? Oder ich mich erinnern kann. Und ja, dann gibt es dann noch ein anderes Problem. Und zwar hat die Frau Kerstin Hillmann, die ist bestellt worden von der Richterin Daug mit dem besonderen Auftrag, ja, das muss dann ein Richter immer noch speziell sagen, mit den Eltern Gespräche zu führen, um vielleicht eine einvernehmliche Einigung herbeizuführen. Und diesem Auftrag der Richterin Daug handelt sie ja zuwider, wenn sie vor Gericht lügt, weil welcher Vater, ja, oder auch wenn es nur Mutter passiert, welcher Elternteil will denn noch mit einem Verfahrensbeistand zusammenarbeiten, der zum eigenen Nachteil vor Gericht lügt? Will ja niemand. Und dann ist ja auch klar, dass man dann nicht mehr als Verfahrensbeistand die Glaubwürdigkeit hat und das Vertrauen der Eltern, um eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Also die Frau Kerstin Hillmann hat gelogen vor Gericht als Verfahrensbeiständin, hat ihrem Auftrag zuwider gehandelt. Und dann frage ich mich, Frau Daug, was machen Sie da? Also, das frage ich mich ja schon länger, wenn man sich die Videos anschaut. Also, wir haben da mit der Richterin Daug eine Richterin, die, wie ich schon gesagt habe, meiner Meinung nach impulsiv entschieden hat. Wir wissen, dass sie ohne irgendwelche sachliche Grundlage entschieden hat. Keiner sieht eine Kindeswohlgefährdung, ja, außer sie. Und das Bundesverfassungsgericht nennt ja sowas immer eine Entscheidung nach sachfremden Erwägungen. Ja. So umschreibt man am Bundesverfassungsgericht Entscheidungen, die völlig willkürlich passiert sind. Ja. Sachfremde Erwägungen. Totale Willkür bei der Frau Daug. Und jetzt, was haben wir noch? Ja, jetzt bestellt die eine Verfahrensbeiständin, die vor Gericht lügt. Mensch, die Frau Daug, die Richterin am Amtsgericht Hamburg, hat ja wirklich ein Händchen für Fettnäpfchen oder ein Fuß für Fettnäpfchen oder einen ganzen Kopf, den sie gerne ins Fettnäpfchen steckt. Ja, ich weiß ja nicht. Und wenn man den Kopf im Fettnäpfchen stecken hat, dann sieht man nichts, dann hört man nichts. Aber man entscheidet dann trotzdem, wenn man die Richterin Daug ist. Und ja, gut, vielleicht wurde die Richterin Daug irregeführt von der Frau Kerstin Hillmann. Ich meine, wenn es die Frau Kerstin Hillmann vor Gericht gelogen hat, um den Vater in ein schlechtes Licht zu rücken, um der Richterin Daug, die sie ja bestellt hat, ja, und der sie ja damit auch zu verdanken hat, dass sie ein paar hundert Euro verdient an dieser Sache, an diesem Verfahren. Vielleicht, ja, so meine Spekulation, will sich ja die Frau Kerstin Hillmann da dann erkenntlich zeigen und versucht der Frau Daug zu helfen, aus dem ganzen Schlamassel rauszukommen, indem sie hier was vorlügt und dann die Frau Daug sagen kann, naja, dann habe ich ja richtig entschieden, dem Vater das Kind nicht zu geben. Wer weiß, das ist jetzt reine Spekulation hier, Meinungsfreiheit und sowas. Ja. Ja, das ist jetzt mal das Neueste vom Fall
mag abhalten. Wer den Fall bis jetzt noch nicht abstrus findet, ich glaube, spätestens jetzt wird er vollkommen abstrus. Und was ja noch aussteht, wenn wir schon beim Thema Lügen sind, die Entscheidung der Richterin Daug beruht ja vollständig, einzig und allein auf der eidesstattlichen Versicherung der Mutter, die an sich ja keine Kindeswohlgefährdung zum Besten gibt. Da ist nichts drin, sagen die Fachleute, auch das Jugendamt. Und tja, die Frage, die jetzt noch aussteht, ist, wie viele Lügen sind denn da drin in der eidesstattlichen Versicherung? Ich glaube, das werden wir früher oder später auch noch hier auf Freifam berichten können. Danke fürs Zuschauen, liebe Freifam-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.